Moin, heute möchte ich euch ein Kinderbuch vorstellen, und zwar Der einzig wahre Ivan von Catherine Applegate. Das Buch ist im Knesebeck Verlag erschienen, kostet als Taschenbuch 10 Euro und hat in etwa 250 Seiten. Ich habe das Buch als Rezensionsexemplar zur Verfügung gestellt bekommen und sage daher vielen lieben Dank an den Verlag. Dieser hat mich nämlich per Mail angeschrieben, ob ich das Buch rezensieren möchte. Es ist nämlich gerade als Neuauflage herausgekommen. Das Buch gibt es eigentlich schon länger auf dem Markt. Im Original ist es, glaube ich, 2012 unter dem Titel The One and Only Ivan erschienen und auf dem deutschen Markt, glaube ich, 2 Jahre später. Jetzt ist es als Neuauflage erschienen, weil es dazu jetzt auch einen Film gibt. Seit September 2020 könnt ihr den Film auf Disney Plus streamen und auch das Buch ist seitdem erhältlich. Ich habe den Film jetzt nicht gesehen, weil ich kein Disney Plus habe. Ich habe mir aber den Trailer angesehen und kann deswegen so ein bisschen vergleichen. Was mich auch sehr angesprochen hat, ist, dass die Geschichte auf einer wahren Begebenheit beruht. Also den Gorilla Ivan gab es tatsächlich und einige Punkte in seiner Geschichte wurden hier eben von Catherine Applegate in eine Geschichte verwoben und jetzt auch verfilmt. Wir treffen hier auf Ivan, einen Gorilla. Er wurde als Jungtier von seiner Herde, von seiner Familie getrennt im Dschungel und dann per Menschenhand aufgezogen. Mittlerweile wohnt er in einer Zirkusmall in einem Käfig und ist dort die große Attraktion. Mittlerweile ist er aber auch ziemlich in die Jahre gekommen und die Zirkusmall läuft nicht mehr richtig und deswegen soll eine neue Attraktion her. Und es wird ein Baby-Elefant namens Ruby eingekauft, die nun die ganzen Menschen anziehen soll. Ja, es gibt neben Ivan und Ruby aber auch noch andere Tiere dort, einen Pudel und eine ältere Elefantendame namens Stella und einen streunenden Hund, der sich mit Ivan angefreundet hat. Er tritt dort zwar nicht auf, aber er darf in den Käfig von Ivan und schläft dort ganz oft auf seinen Bauch, weil es dort so schön warm und weich ist. Ivan hat eine besondere Leidenschaft und zwar zeichnet er gerne. Er bekommt immer wieder Wachsmalstifte und Blatt Papier und dann zeichnet er drauf los und diese Bilder werden in den Shop auch sehr, sehr teuer verkauft. Ivan fühlt sich eigentlich sehr wohl. Er kennt es nicht anders. Er ist ja mit Menschen aufgewachsen und ist ihnen wohlgesinnt. Er benennt sein Käfig als Zuhause. Er hat einen Fernseher dort und er hat auch seine Freunde. Allerdings hat er auch nicht viel Gelegenheit oder wenig Gründe, an die Vergangenheit zu denken. Erst als er der älteren Elefantendame Stella auf ihrem Sterbebett verspricht, dass er für Ruby sorgt, wird alles anders. Denn er fängt auf einmal an seine Vergangenheit zu denken. Was bedeutet es, frei zu sein? Was bedeutet es, eingesperrt zu sein? Ist das eine richtige Umgebung für Tiere? Und er muss irgendwie für Rubys Zukunft sorgen. Denn der Besitzer der Zirkusmall, der wird immer verzweifelter, weil es alles nicht so richtig rund läuft. Er fängt an zu trinken. Und er fängt auch an, sehr wütend zu werden, weil Ruby die Kunststückchen nicht gleich sofort umsetzt. Und er holt auf einmal aus seinem Büro einen Elefantenhaken. Er benutzt ihn zwar noch nicht, aber das rührt Ivan so richtig auf und wühlt ihn auf und er möchte etwas unternehmen und zwar mit Hilfe seiner Zeichenkunst. Wie das genau funktioniert, das müsst ihr hier selber lesen. Das Ganze ist sehr, sehr ruhig und sehr still erzählt. Wir befinden uns halt immer wieder in den Gedanken von Ivan. Das Ganze ist immer in ganz kurze Kapitel aufgeteilt mit einer Überschrift, zum Beispiel Bilder im Kopf oder nicht fangen. Nicht fangen ist seine Schwester gewesen, oder nee, fangen ist seine Schwester gewesen und er hat halt einen kleinen Plüschgorilla bei sich und den hat er nach seiner Schwester benannt, allerdings ein Nicht davor gesetzt, weil sie eben doch ein bisschen anders aussah und nicht so klein und plüschig war. Ja, also das Ganze ist sehr, sehr liebevoll erzählt. Und man bekommt hier eben diese Ambivalenz mit, dass der Gorilla
per Menschenhand sehr liebevoll aufgezogen wurde, aber dass es einfach nicht die richtige Umgebung für ihn ist und gerade in so einen Käfig eingesperrt zu sein nicht richtig ist, irgendwelche Kunststücke aufzuführen nicht richtig ist. Das Ganze ist sehr rührend und regt aber auch zum Nachdenken an. Zum einen werden die Tiere etwas vermenschlicht, weil sie eben miteinander reden, weil sie Freundschaften schließen. Sie haben aber auch immer noch ihre tierischen Eigenschaften. Das wird auch immer wieder in den Vordergrund gestellt, damit man eben sieht, so wie sie dort gehalten werden, ist nicht korrekt, ist nicht richtig. Und das wird Ivan auch immer mehr klar. Zum Anfang fand ich das halt auch sehr kritisch zu besehen, dass er da so zufrieden ist, aber das wird nachher immer wieder ein bisschen relativiert, weil er eben mehr an seine Vergangenheit denkt und darüber nachdenkt, dass er jetzt so richtig glücklich eigentlich auch nicht ist und vor allem, dass sich das immer mehr ins Negative umwandelt, je mehr Zeit verstreicht in dieser Zirkus-Mall. Im Vergleich zum Film, ich habe ja den Trailer gesehen und konnte schon einige Szenen sehen, ist das nicht eins zu eins das Buch. Das Buch ist viel stiller und ruhiger erzählt. Es gibt ein paar Szenen, die in dem Buch überhaupt nicht vorkommen und noch ein bisschen epischer aufgezogen worden sind. Ich glaube, es hat beides seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, dass der Film sogar an manchen Stellen sogar noch tiefgründiger ist und das Ganze noch ein bisschen mehr auf die Spitze treibt. In der wahren Begebenheit hat sich das natürlich auch nicht so zugetragen. Und das kann man sich dann natürlich auch denken, dass das nicht ganz so abgelaufen ist. Ich habe mir aber auch so einen kleinen Vergleich angeschaut, was tatsächlich passiert ist mit den wahren Ivan und was dann daraus gemacht wurde im Film. Das würde ich euch auf jeden Fall auch empfehlen, einfach mal danach zu tun, weil das auf jeden Fall spannend ist. Und ich finde es aber jetzt in diesem Sinne sehr, sehr legitim, das Ganze auf die Spitze zu treiben, um die Botschaft dahinter noch extremer zu zeigen. Ja, und ich denke mal, es unterhält auch einfach ein bisschen mehr, wenn man das Ganze ein bisschen dramatisiert. Der Film ist einfach ein bisschen größer aufgefahren. Da befinden wir uns, glaube ich, nicht nur in den Gedanken von Ivan, sondern eben sehen einfach auch das große Ganze. Ich habe das Buch teilweise gelesen, aber auch teilweise als Hörbuch gehört. Gesprochen wird das von Dietmar Wunder. Das ist die Synchronstimme von Adam Sandler zum Beispiel. Und ich fand, es hat wunderbar gepasst. Er hat das ganz wunderbar vorgelesen. Und ich kann das wirklich sehr empfehlen, als Hörbuch sich anzuhören. Das Buch ist illustriert. Ich muss aber sagen, dass die Illustrationen mir ein bisschen zu animiert sind, also nicht detailliert genug, nicht künstlerisch genug. Aber sie sind natürlich so als Unterzeichnung, als Untermalung der Geschichte auch ganz schön anzusehen. Das Ende ist schon ganz schön und berührt natürlich und es besänftigt auch ein wenig. Trotzdem lässt es einen nicht völlig los, weil es eben nur eine Notlösung im Grunde ist, letztendlich, und nicht das Ideal. Das Ideal wäre eigentlich gewesen, sie nie einzufangen und sie dort einfach in ihrer freien Laufbahn zu lassen. Irgendwo gab es eine Zeile, ich weiß nicht mehr, ob ich es hundertprozentig zusammenkriege, da hat Ivan versucht, der kleinen Ruby zu erklären, was ein Zoo ist. Ein guter Zoo ist der Versuch der Menschen, etwas gut zu machen. Ja, darüber kann man jetzt streiten. Es ist halt nicht perfekt, das sagt er auch immer. Eine perfekte Umgebung sollte keine Mauern und keine Zäune haben, aber es ist halt immer noch besser als das, was die hier in dieser Zirkus-Mall durchleben. Ich finde es auch gut, dass die Menschen nicht nur verteufelt werden hier. Also auch das wird unter den Tieren diskutiert. Ruby erzählt eine Geschichte, wie sie von Menschen gerettet wurde. Und es gibt halt eben auch dort gute und schlechte Menschen. Das finde ich auch sehr, sehr schön, dass hier nicht nur das alles Böse, was die Menschen tun und so, auch ganz schlecht. Also es werden beide Seiten gezeigt. Und genau das regt eben auch zum Nachdenken an. Ja, das war sie, meine Rezension zu Der einzig wahre Ivan von Catherine Applegate. Mich würde natürlich interessieren, ob ihr von diesem Buch schon mal was gehört habt. Also ich muss sagen, dass ich sonst außer der Mail von dem Knesebeck Verlag eigentlich noch gar nichts über dieses Buch oder über den Film
gehört hatte. Ich glaube, dass der Film auch gar nicht im Kino war. Der wurde, glaube ich, tatsächlich nur für den Streamingdienst Disney Plus produziert. Wenn das anders ist, dann korrigiert mich gerne. Ja, also schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch gelesen habt, das Hörbuch gehört habt oder den Film geschaut habt und sagt mir eure Meinung, wie ihr das seht. Es ist ja immer wirklich sehr, sehr schwierig, über dieses Thema etwas zu drehen, weil da das natürlich ein sehr sensibles Thema ist. Tiere im Zoo, Tiere in Käfigen und der Umgang mit ihnen und wie das dann in Kinderbüchern aufgemacht ist. Auch da habe ich mir immer wieder Gedanken drüber gemacht. War das jetzt richtig gesagt? Was denken Kinder darüber? Was ziehen Kinder daraus? Das weiß man natürlich nicht. Ich würde aber auf jeden Fall sagen, dass man, wenn die Kinder das lesen, auf jeden Fall da mit ihnen darüber spricht, wenn man es mit ihnen zusammenliest oder danach darüber ein bisschen redet, weil ich denke mal, das sollte man vielleicht nicht einfach nur so dastehen lassen. Und ich finde, das kann man mit dieser Geschichte ganz gut machen, denn ich finde, dass der Zeigefinger nicht zu sehr erhoben ist und natürlich ist das Thema sehr präsent in diesem Buch. Trotzdem ist es eine schöne Geschichte, eine schöne Tier-Freundschaftsgeschichte, die man gut lesen kann und die einen wirklich unterhält und rührt. Und deswegen ist das auf jeden Fall von beiden Seiten gut aufzuziehen. Ja, das war's von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch jetzt eine schöne, lesereiche Zeit und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.